Guten Morgen. Heute Morgen möchte ich einen meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach aus 11 Jahren Tierschutz und Mitgliedschaft bei diesem Verein einen sehr guten Tierschutzverein für Hunde vorstellen. Das ist der Verein Hundefreunde Ich will Leben e.V. Wir helfen Hunden in Not. Das ist deren Webseite. Hier sind die Notfälle heute. Ja, es sind leider einige Notfälle. So, der Tierschutzverein, gehen wir gerade im Impressum. Hundefreunde Ich will Leben e.V., also ein eingetragener Verein. Die Vorsitzende ist die liebe Maria Stein. Mit der habe ich sehr guten Erfahrungen. Ich bin vor Jahren angefangen, 2013, auch für diesen Verein schon mehrmals nach Polen gefahren, nach Jelena Góra und nach Wrocław, schon heißt auch Breslau. Hier zum Beispiel der Holger Renn. Damals mit Peter Hees, einem guten, sehr guten Kerl, runtergefahren. Wir haben ungefähr eine halbe Tonne Futter gebracht und Decken und Medikamente und Verbandszeug und sowas. Jeder etwas rundliche Kerl da hinten, das bin ich. Das ist der liebe Peter und das ist die liebe Maria. So, das ist die alte Webseite, das ist die neue Webseite. Wo wir helfen, genau, sie helfen im Tierheim Jelena Góra. Im Tierheim Wrocław, Tierheim Luban, das kenne ich nicht, am Gnadenhof Cassia kenne ich, bei Mondo Cane, Diez kenne ich auch nicht und Fundacca Maia kenne ich auch nicht. Man kann sich das alles mal anschauen. So, genau. Dann sind auch, wie man helfen kann natürlich, finanziell, mit Spenden, mit Patenschaften, Rettungspatenschaften, medizinische Patenschaften, Futterpatenschaften, entweder für die Tierheime oder für die Gnadenhöfe. Es sind auch einige Hunde in Pension. Das kostet natürlich auch alles Geld. Genau. Dann die News. Ach ja, liebes Männchen. Sikor. Oh Gott. So, dann kommen die Notfälle in Polen. Hier in Jelena Góra, in Luban und in Wrocław. Ich mache da noch einzelne Videos zu jedem Hund und werde diesen vorstellen. Hündin in Deutschland, es sind noch einige Hunde in Deutschland, auf Pflegestellen. Noch nee, ist, oh nee, ich liebe solche Hunde mit so kurzen Beinen. Sieht aus wie ein Schäferhund, aber ganz kurze Beine, klasse. Ach, schön. Hündin Bianca, oh Gott, wird zu meinem Nando passen. Genau. Und dann Rüden. Ach, der sieht aus wie mein Pika, mein erster Hund, auch mit so einem Bart. Genau. Man kann sich die Webseite schön mal angucken. Hier ist ein Gästebuch, Kontaktformular. Gerne in Kontakt treten. Vielleicht sagen Sie haben schon ein paar Informationen von mir, von Holger Renn. Mitgliedsantrag wäre gut, Dauerpate wäre auch gut. Oder einfach einen Hund adoptieren, natürlich noch besser. Und zu Hause gefunden. Genau, hier sieht man alles. Die Jahre nach. Unvergessen, die leider schon gestorben sind. Traurige Sache. Ja, und sonst? Also ich kenne den Verein jetzt seit 2013 kennengelernt, als ich eine Futterspende gemacht habe. Bin dann auch direkt mit da runtergefahren. Die ersten Tour, klasse, super organisiert alles. Die Hunde sind alle lieb. Wir haben dann am Rückweg 14 Hunde mitgebracht und dann in Deutschland verteilt. Schon in Leute, die einen Hund übernommen haben. In Pensionshunden oder in genau sowas alles. Genau, danach bin ich, glaube ich, noch 4 oder 5 Mal gefahren. Immer super. Ich war, glaube ich, dreimal in Jelena Góra und dreimal in Wrocław, in Breslau. Genau. Alles super. Leute, Rita, Maria, alle sind klasse, wirklich. Ich schaue mal gerade, drin schon wieder dabei ist. Genau, die Henrike Lang, deren Anschrift. Habe ich jetzt Kontakt? Genau, die Maria Stein ist die erste Vorsitzende. Über uns, da wollte ich suchen, genau, der Verein, wann er gegründet worden ist. Hundefreunde, oh Gott, okay. Genau, Jelena Góra, da war ich ein paar Mal.
So, die unterstützt also vor Ort die Tierschutzorganisation bzw. die Tierheime. Das sind wir, genau, die Maria Stein, mit der bin ich auch schon darunter gefahren, der Gerhard Lang und die Henrike Lang. Das sind Mann und Frau. Mit der Henrike bin ich auch schon eine Tour gefahren. Genau, die, glaube ich, haben ein Gartenlandschaftsbauunternehmen. Super nette Leute, wirklich. Man bekommt auch vom Finanzamt eine Spendenbescheinigung, ein richtig sauberer, meiner Erfahrung nach, Top-Verein. Also es ist in der heutigen Zeit nicht so einfach, Vereine zu finden, auf die man sich verlassen kann. Ich habe da auch schon, naja, mit anderen Vereinen leider negative Erfahrungen gemacht. Ich bin seit 1998 im Tierschutz unterwegs. Aber wie gesagt, dafür würde ich meine rechte Hand ins Feuer legen. Top-Verein, kann ich euch jedem empfehlen, wenn jemand einen Hund sucht und dem helfen möchte oder einfach nur ein bisschen Geld spende oder Futter spende. Ach, die kleine Maus hier. Wie gesagt, Webseite besuchen, Hundefreunde, ich will leben e.V. Oh nein, falsch, Hundefreunde, ich will leben.org. Oder das ist die alte Hundefreunde, ich will leben.de. Und dann einfach informieren, in Kontakt treten und vielleicht zu Weihnachten was Gutes tun. Bis dann, ciao.